Tekken Tag Tournament 2. Tekken, es gibt einmal, gibt ganz viele verschiedene Tekken-Teile, aber es gibt Tekken Tag Tournament und Tekken Tag Tournament 2. Das sind die einzigen Teile, wo man gegeneinander spielen kann mit 8 Spielern. Und es lädt nichts. Da kommt direkt, wenn eine tot ist, der nächste Char. So ist es. Das ist so geil. So ist es. Und es gibt auch nicht 3 Runden. Nee, es gibt einen, du schlägst ihn tot und dann ist er weg. Genau. Das war's. Oh, so geil, Chat. Tekken Tag Tournament 2 auf der PlayStation 3. Digga, das ist Oldschool, sein Vater. Ganz chillig hier vor der Couch, fehlt nur noch ein geiler Joint, Alter. Okay. Das ist so geil, Chat. Boah, es ist so geil, Digga. Okay, bist du bereit? Ja, ich hab ein bisschen Angst gerade. Get ready for the next battle. Du kannst die auch wechseln, ne? Genau, die, ja, irgendwie mit irgendeiner Taste gegen das L1 oder sowas. Ich bin rechts, ne? Ja, nur für alle, ich bin rechts. Final round. Bist du bereit? Ich bin ready. Ja, okay. Hier gibt's nicht deine scheiß Superattacken, Digga. Hier gibt's nicht deine scheiß Superattacken. Wakes. Get ready for the next battle. Nothing on me. Final round. Fight. Wie wechselt man nochmal? Scheiße. R1. R1? Ah, das war dumm, dass wichtig, ich verloren habe. Wichtig, Digga. Monte trainiert heimlich. Das ist noch ein richtiger Tekken-Teil. Nicht mit diesem Special-Attacken-Scheiß und diesen Super-Attacken, wenn man low ist. Hier geht's doch um wirklich können. Und das ist der Ursprung von Tekken. Tekken Tag Tournament, Digga. Okay, Alisa hat 2 Wecker und das ist ja, die haben mir echt genervt, hat sie nicht. Warum hat sie überhaupt was an, die Christy? Warum hat sie überhaupt was an? Da kommt er. So, let's go. Kann ich wechseln. Ah. Maul, Lennart hat das, habe ich gesehen, den Text. Holt mich hier raus. Du bist hier gefangen, Junge. 2-2, Digga, gegen Marshall ist schwierig, Digga, sag ich ehrlich. Muss Marshall jetzt weghauen. Marshall Law. Nein, 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 den darf ich nicht so sinnlos verlieren. Richtig. Vielen Dank an die Relks für die 10 Schlappschlapps. Dankeschön. Go!
Na, aber schlecht gewechselt von Zehner, Digga. Ja. Oh, Brian Fury. Was? Das war geblockt. Wichtig. Ja. Wichtig. Rohe, Chris, Rohe. Jetzt kommt, glaube ich, Feng. Feng ist echt stark. Mit dem bist du sogar richtig stark. Mhm. Feng nervt mich bei dir zum Beispiel am meisten. Auch im letzten Mal. Ich liebe Feng über alles, Digga. Ich werde ihn jetzt an der Nase brechen. Ja. Erstmal werde ich den Angel. Hast du gehört? Den Dixer muss ich weghauen. Ich brech dir die Nase. Mit dem Angel habe ich noch nie gespielt, ehrlich. Ich sag dir ehrlich, ich habe den gar nicht in Erinnerung. Ich auch nicht. Null. Das. Digga, so, die erinnert mich ein bisschen an Mishima-Kampfstil. So ein bisschen Heihachi-Kampfstil. Ja, ja. Ich kann mich auch gar nicht daran erinnern mit den Lasern. Laser? Ich kenne das nur von Devil Jin. Devil Jin kam erst später. Ich auch keine Ahnung, Digga. Krass. Oh, der Baum, der war auch mies. Ich habe den Mokujin hab ich genommen, weil ich Hoffnung habe, dass er irgendwie einen guten imitiert, so, weißt du? Mokujin hat andere imitiert. Er imitiert immer alle. Ja, genau, so, ist aber stimmt. Zufall, welchen er imitiert. Mokujin kann ich mich noch daran erinnern, der war manchmal echt nervig. Okay. Er imitiert, glaube ich, CIU oder so. Walla, weg mit dem. Muss. Egal, muss weg, die Alte. Ah, Safina, ja, Safina gerade, das kann sein, stimmt. Peng, Peng! Oh, moin. Amok Ding ist so ein Monster. Ich hab, glaube ich, Panda, oder nee, wen hab ich da? Nein, 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 nein. Ich hab. Digga, das macht doch keinen Sinn. Ich hab doch gegengedrückt. Mann! You win. Final round. Oh. Digga, ich hab doch abgewehrt. Ich check das nicht. Was? Nein, nein. Wichtig! Boom! Eddie Cordo. Das ist aber trotzdem, Chat, meine beiden sind noch geschwächt. Platz. Meine drei sind, oder meine zwei sind komplett angeknackst. Oh, du hast ja mich genommen. Ja, ja, ja. Aber mit denen kann ich nicht spielen. Also ich glaube, ich werde verlieren. Wie hieß der nochmal? Genta oder so? Nee. Nein. Das ist komisch. Das ist so komisch. Wichtig. Oder hier kann man so schwer gegenpacken, das ergibt gar keinen Sinn. Aber das ist echt schwer. Das wird ja noch knapp auch. Noch. Du hast jetzt noch einen frischen. Ja, und einen halb kaputten. Boah, das wird echt schwer, Digga. Das. Nein, Digga. Ja, okay. Box mir in die Fresse. Das kann doch nicht sein, Mann. Du hast doch einen, du hast doch einen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich wollte nur einmal mein T-Shirt richten. Final round.
Ich werde noch verlieren. Ich werde mit dem Dicken nicht gegen Eddie ankommen. Ah, sag das nicht. Ey, wieso hat Eddie überhaupt voll Power? Den habe ich doch schon. Umso mehr er überlebt, umso mehr Power kriegt er dazu. Das werde ich verlieren noch. Fight. Ja, das ist scheiße. Lass mich, Digga. Ja! Warte, warte, warte. Digga, aber GG's. Oh mein Gott. Das war richtig geil. Mit einem Grade das Ding noch zu reißen. Digga, das war so knapper als knapp. Eddie ist so schwer untenrum zu verteidigen. Ja, 100%. 100%. Eddie als letzter Gegner zu haben ist auch widerlich. Das weiß ich. Ich habe richtig Nasenbluten gehabt. Okay, damit kann ich leben, Digga. Boah, Digga, Bruce ist stark. Ogre hasse ich, hasse, weil er so groß ist. So. Let's go. Paul. Paul. Paul ist geil, Digga. Ja, ich liebe ihn. Ja, bei ihm weiß ich gar nicht, ob er wie. Lass mal Ogris. Digga. Darf ich dir eine ehrliche Frage jetzt stellen, okay? Egal, wer hier jetzt gerade gewinnt oder nicht. Okay. Wie viel mehr Spaß macht das im Vergleich zum Tekken im letzten, zum neuen Teil? Also allein nur wegen dieses 8 gegen 8, das gibt schon mir das Argument, dass ich das einfach weiterspiele. Oder alleine, dass es diese Special-Attacken nicht gibt. Ja, irgendwann gewöhnt man sich dran, aber. Besser ist es ohne. Ja. Bin ich mit dir. Ho-Rang ist extrem oder ohne. Ho-Rang. Ho-Rang. Ist schwer zu, also schwerer zu verteidigen. Seine Tritte kommen schon schnell. Der hat richtig lange Stelzen, der kleine Nuttensohn. Lange Stelzen. Ey, Florian Gelber, ich hab's gesehen, 115 Monate. 115 Monate? Kuss, ja. Einer der treuesten, Florian Gelber, absoluter OG. Das ist krass, Digga. 115 Monate ist eine Ansage. Ja. Nein, ich wusste, dass du wechseln willst. Digga, okay. Was will er denn von mir? Alter, was? Sein Arm ist so dick wie ich. Der ist heftig. Gunjack ist so geil, Gunjack ist richtig geil, Digga. Hat schon immer Spaß gemacht. Oh, der fette Bob, Digga, das bist du in Deutsch. Aber der ist stark. Bob ist richtig stark, Digga. Es gab später noch Slim Bob, kennst du ihn noch? Slim Bob, aber Bob ist stärker, Digga. Ja, ja. Mir hat der dicke Bob auch mehr gefallen. Ja, ja, safe. Der dicke Bob ist heftig. Keine Chance. Schlecht von mir gemacht. Ich hätte mit dem anderen. Jack war zu lahmarsch gegen die Beine von Homo Walk oder wie der heißt. Homo Walk. Wie heißt der? Homo Rang. Ey, das ist der Vater von Heihachi. Jinpachi. Ja, Jinpachi. Ich liebe diese Mishimas. Digga, du kannst ja nichts auf. Nein, Chara, was trittst du auf den Boden? Hast du gerade irgendwie ein Tier platt getreten? Was ist das?
Das ist so 2010er-Feeling gerade, Digga. Zwar jetzt nicht mit dem Fernseher. Ich finde es geil auf dem Fernseher. 100%. Solche Spiele auf dem großen Fernseher, es muss. Ich finde auch übertrieben, so, wenn die sich so einen Röhrenfernseher holen. Als das kann man schon nutzen. Ja, ja, safe. So. Oh. Lee, jetzt auch einer von der Mashima-Familie. Jetzt ein paar Fäuste in die Fresse. Ja, Ami, reicht doch. Das bist du, ehrlich. Der ist so stark, der fette Bob. Der fette Bob ist so stark, Digga. Arschklatscher! Der sieht wirklich aus wie du, Digga. Der ist genauso, aber beweglich wie du auch. Der ist echt cool. Der ist so stark, King. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ganz wichtig, den Fettsack rauszuboxen vom Döner-Teller. Genug gefressen für heute. Ja, ja, scheiß drauf. Box mir in die Fresse. Hat er sich drum gekümmert? Es ist respektlos. Drück mal kurz Pause gleich, wenn es losgeht, okay? Ja. Damit ihr mal versteht, wie sehr... Lennart, gerne einmal kurz große Kamera, bitte. Wie sehr ich einfach Tekken liebe. Get ready for the next battle. Einmal hier. Diese wunderschöne... Mach Pause bitte. Ja, warte. Jetzt. Diese wunderschöne Figur, die ich hier habe. Aus der Tekken 7 Edition, glaube ich. Tekken 7 müsste das gewesen sein. Gab es eine Special Box mit dieser Figur. Das ist vom neuesten Tekken. Hat mir Breitenberg organisiert. Und vergiss nicht oben noch King, ne? Ja, ja. Moment. Tekken ist wirklich das beste Kampfspiel, was es überhaupt gibt. Und jetzt meine absolute Lieblingsfigur. Und wirklich auch ein richtig geiles Meisterstück. King. Sammlerstück. Nummer 23. Meine Glückszahl. Okay. Gut. Naja, das bringt nichts mit ihm. Das ergibt keinen Deswegen Sinn. Ist King bei mir zu Hause und nicht bei dir. Ich hasse King, ja. Ich hasse gegen King. King ist einfach zu stark als Gegner. Er hat zu viele eklige Sachen von unten, Kick. Und daher kommt King. Im Übrigen auch das Ding, den King-Modus aktivieren, Digga. Oh, bei dir sieht es ja gar nicht mehr so gut aus. Das sieht überhaupt gar nicht gut aus. Oh, Haram. Du sagst Haram. Sie sagt, hä, was, ich? Das ist respektlos. Ja, du. Du Kachi, zieh dir was an. Jetzt hau ich dir die Fresse ein, warte ab. Oder spielen wir Death Jam? Was ist das für eine Mucke? Komm her, du Kachi. Digga, das ist so eine Scheiße. Die Scheibe hat so in die Fresse bekommen, Digga. Wer ist sie denn, Mann? Sie ist voll kacke.
Walla, dieses Doppel nach unten, das ist hier halt. Gut, eigentlich, also das dürft ihr nicht mehr verlieren, Digga. Der hat so viel schon gedings. Ja, Def Jam Fight for New York wäre jetzt. Bruder, ich sage, ich schwöre es euch, Chat, ich werde hier auch noch mir eine PlayStation 2 bestellen und spiele wie Timesplitters, Def Jam Fight for New York, San Andreas. Tony Hawk. Tony Hawk ist ja eher Tony Hawk Most Wanted und diese älteren Teile. Need for Speed. Need for Speed. Scheiße, Digga. Ich weiß aber, dass der gut kämpfen kann. Ah, so eine Scheiße, egal. Okay. 1-1. Welches Spiel, Chat, fällt euch noch ein auf PlayStation 2 und PlayStation 3, wo ihr sagt, ist Legendenspiel, außer jetzt Call of Duty-Teile beispielsweise? Legendenspiel auf PlayStation 2 oder 3? Beide. 2 und 3. Ja, Driver. Driver war geil. Skate 3, oh nee, Skate 3 war ich nie Fan von, Digga. Gran Turismo. Midnight Club, Los Angeles war krass, Digga, ja. PlayStation 3 Titel, habe ich auch Platin gespielt. Lass mal rausgehen. Er macht von alleine die ganze Zeit wieder hoch. Ja, ich weiß auch nicht. Nee, wir drücken, glaube ich, aus Versehen. Oder so. SSX auf jeden Fall. Bro, es gibt fast kein Spiel, was ich so nostalgisch in Erinnerung habe. Und es gab viele Teile, die scheiße waren, oder einige Teile, die scheiße waren. Aber SSX Tricky auf PlayStation 2 war das denn noch mal? Ein Snowboard-Spiel. SSX Tricky auf PlayStation 2 habe ich so hardcore reingesuchtet. Boah. Wollen wir jeder wieder sein machen? Ja, ne? Ja? Ja. Okay, komm. Und danach noch einmal Fragezeichen, weil dann haben wir beides. Okay. Das ist so ein mexikanisches Spiel. Die haben dich immer, wenn du durch die Stadt gefahren bist, das war so wie GTA-mäßig, aber die haben dich mit Tomaten beworfen und so. Du hattest dann so einen Modus, da warst, das war ein Dia de los Muertos, weiß Tag ich der nicht. Toten. Ihr müsst das wissen. Bitte. You look like fun. Keine Ahnung. Warte, mach Pause. Saint Row? Saint Row. Kann das sein? Nein, Total Overdose. Richtig. Kenn ich nicht. Das kennst du nicht. Warte. Ich geh nach hinten. Okay, 1, 2, 3, los geht's. Richtig. Was? Von dem einen Schlag, Digga? Scheiße, Alter. Ich muss sagen, die Kopfhörer sind echt nicht geil. Nee, die haben wir gesponsert bekommen. Ich muss nochmal andere bestellen, Digga. Ja. Also die sind auch an den Ohren nicht so bequem. Nee, gar nicht. Nee, wie Klumpen sind die so, ja, oder? Ja, ich bestelle einfach Turtle Beach. Astro 50, da machst du nichts mit verkehrt, Digga. Aber die Verbindungen sind von denen immer scheiße. Nee. Oh, Steve! Ich Idiot! Ja. Boxer gegen Taekwondo, Digga, das ist. Das ist der Trainer von Hoovering, weißt du, ne? Ja. Digga, warte mal. Der krampft ab. Hä? Was ist das? Der Controller-Schrott. So? Jetzt. Der hat abgekrampft. Hast du gesehen? Der war nur in der Ducke gerade. Du kannst es bei ihm machen, dass er so bleibt. Ja, den habe ich noch nie. Okay, sorry, weiter. Sehr schwacher Start von mir. Muss ich eher fairerweise sagen.
Hoffen wir mal, dass ich das Blatt noch wenden kann. Ich hoffe mal nicht. Zwei weg, er noch kein, Digga. Boah. Jetzt muss ich mit Nina ficken. Oh, Digga, Nina ist hart. Das ist die Frau von King und du weißt, die kämpfen ähnlich. Ich hasse sie als Gegnerin. Sie und King sind meine meisten Hassgegner. Was laberst du da, ey? Nein, das Wechseln war nicht gut. Egal, bisschen Damage noch gemacht. Nina ist schon stark, Digga. Ja, ja, 100%. Nina mag ich gerne, mit der habe ich immer gerne gekämpft und auch vor allen Dingen der Kick in die Eier war immer geil, Digga. Dieser, dann, wo ja, er so macht, ja, 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 ja. Ja. Richtig, dass Bruce okay, aber ich habe ihm trotzdem Hälfte Leben abgezogen, das ist okay. Auge, Auge, Auge. Alle sind stark, wenn man Glück beim Knöpfe Spam hat. Nee, Digi, das ist Quatsch mit Soße. Bro, was sagt er? Nee, einer hat gesagt, alle sind stark, wenn man Glück hat mit Knöpfe Spam. Das stimmt nicht, Digga. Das ist Quatsch. Tekken ist kein Knöpfe Spam Spiel, das ist Timing. Du kannst damit auch gewinnen, aber jemand, der gut ist oder das Spiel kann, wird ja, dagegen man. Nicht. Digga, so dumm, wie ich ihn verloren habe. Die Snoop Dogg-Musik im Hintergrund ist aber geil, Digga. Das ist so lustig, ja, ja. Ist es Snoop Dogg? Ja. Digga, dass Snoop er bei Tech mitmachen durfte, ist Ehre für ihn. Ja, Bruder, bei Def Jam Fight von New York sind so viele Rapper. Ja, ja, ja. Go, du bist wieder früh da. Digga, oh, gegen Nina und Kit. Nee, jetzt muss ich mich konzentrieren. Die nervt so krass. Digga, lass mich doch wenigstens einmal kurz aufstehen. Niemals. Was? Ja, dann, okay, dann mach den Muschi-Modus. Ja, also. Wie? Ja, Bruder. Straßenfights, Monty, wir sind nicht im Ring. Wie bitte? Wir sind nicht im Ring, Straßenfights. Ja, aber einmal aufstehen ist Ehre unter Freunden, schon immer gewesen. Ja, aber ich habe vorher gesagt, so, ich mach den Ehrenlosen heute. Okay, gut, gut, dann mach ich auch den Ehrenlosen. Bei Online-Leuten oder Leute, auf die man scheißt, okay, aber unter Kollegen lässt man einmal aufstehen. Das weißt du, ist eine Ehrenregel, schon immer gewesen. Ich habe letztens einen Pro gefragt, er meinte, das ist sogar Sinn der Sache, ihn nicht aufstehen zu lassen. Ein Pro? Ja, 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 ich weiß, die Pros machen das immer so. Das ist richtig. Das und die lassen ja, ja, auch nicht einen in der Luft rauskommen. Ich weiß, die ich weiß. Die boxen nicht oben in der Luft, das ist so krass. Das ist richtig ehrenlos. Das hat diese Nina so verdient, Alter. King und Nina weg. Wichtig, King beide sind Dreck. Weg. King ist nicht weg? Glaub nicht, King oder? Habe ich doch, die Fresse poliert. Ja. Sieht schlecht aus, Digga. Ich glaube, ich habe nur noch 2 und er hat 4. Ne, 3 gegen 5. 3 gegen, ja. Oh, ja. Ja, schwierig, Digga. Bei Tekken ist nichts unmöglich. Oh ne, nichts ist unmöglich. Final Round. Die Schlampe, Alter. Die hat mich, die hat mich viel, also. Zwei Leute kaputt geschlagen von dir. Die kleine Fotze. Get ready for the next battle.
Jetzt wird es schwierig, jetzt kommen auch noch starke von ihm. Nein, Digga, bitte. Ich darf mir jetzt Lore nicht so verkacken. Für diese... Das kann nicht sein! Weggemacht, den Hurensohn. Kennst seine Mutter doch gar nicht. Doch, kenn ich. Okay, aber Digga, es ist immer noch sehr unwahrscheinlich. Wie, 3 gegen 3? Ja, aber meine haben Leben schon verloren. Meine auch? Nein. Nichts ist unmöglich. Das stimmt. Ich muss einmal ganz kurz. Boah, Digga, die sind voll nervig, die Dinger. Gut. Ja, ich bin ready. Was war das denn, Digga? Ja, ne. Wallah, reicht doch, ja. Nein, Mann! Nichts ist unmöglich. Aber ey, in Tekken ist alles möglich und das werden wir vielleicht noch sehen. Mal gucken. Hey, Junge. Bruder, das ist so komisch. Ich hab abgewehrt oben. Oh Mann, Digga, ja. Wallah, ich hab einfach krass gestartet. 3 hast du getot gehabt, ich hab 0 tot gehabt. Ja, was soll ich machen? Yeah, yeah, flieg mir hinterher, alles gut, komm mal wieder runter. Richtig. Ah, das wird unfassbar schwierig jetzt. Oh Gott. Ich werde es verlieren, ich call's jetzt schon. Ich glaube auch nicht an mich, weil der ist sehr stark und ich habe weniger Leben. Ich habe ja noch 2 Gegner. Okay, gut, dann. Aber ey, Tag nicht vorm Abend loben, ne? Genau, hab mir vorhin bei Wer wird Millionär. Genau so. Aber ist es, ja. Nochmal, nichts ist unmöglich. Nichts ist unmöglich, ja. Und Lilly ist extrem sehr, strong. Sehr stark. Und die kann ich auch kämpfen. Aber Mund nicht zu voll nehmen. Ja. Von nee, Digga. Ja, ja, klar. Chill ein bisschen. Was machst du da mit deinen Hintern? Win. 2-1. Wir müssen jetzt nochmal mit Fragezeichen spielen. Ist das krank. Lennart? Ja. Oh. Nee, jetzt ist es zu spät, Digga. Mir bringt es nichts, wenn du hier sitzt und am Handy rumspielst, Diggi. Nee, aber... Ja, ich bin gerade vor die Cam gegangen. Du bist ja schon wieder high für 10, Digga. Nee. Dann fahr nach Hause. Digga, seine Augen sind roter als meine Eiche, nachdem du dreimal gesixt hast, Alter. Was? Digga, was schaltest du da hin? Du kommst ja gar nicht klar auf dein Leben. Digga, du hast mehr Cam-Ansichten in... Also wirklich, also das, Digga. Du schiebst da richtig die Psychose. Wo soll ich denn hinschalten? Ja, egal, scheiß drauf, jetzt ist es zu spät. Irgendwo gab es aber auch die Möglichkeit, so einen Knopf zu drücken und es kommt... Dachte ich auch, ich habe das genauso in Erinnerung, ehrlich gesagt. Warte, ich weiß was.
Was denn? Select. Select. Stimmt. Die ersten zwei und dann die. Kylo, warum pust du? Stimmt, Select war das. Okay. Oh, da haben wir den dicken. Okay. Safina, Beak. Slimbob. Slimbob, geil, den gibt's ja auch hier noch. Der ist jetzt schon hier drin, ey. Okay, krass. Safina. Kanryu. Überlass sie mir. Bruder, warum willst du die Schwächere nehmen? Chill mal ein bisschen. Oh mein Gott, er macht voll an. Sie will nicht packen, sie will nicht packen. Das ist. Das ist so. Sie. Ganz wichtig. Oder das ist einfach Bob nach Magenverkleinerung. Ja. Oder Abu nach Magenverkleinerung. Ja. Hm. Ich sag dir ehrlich, Digga, ich enjoy das gerade sehr, Digga. Ja, ja, 100%. Weißt du, das ist so. Chat, ich weiß, es ist einem auch klar, so ein altes Spiel kommt jetzt nicht bei der breiten Masse an, dass man damit 100.000 Zuschauer hat. Wisst ihr, wie ich meine? Aber das ist so wirklich so im Begriff Gaming, wie in alten Zeiten, Sofa, Hacken. Ich bin genau damit aufgewachsen. Ich auch. Glaubst du nicht, ich kann dann wohl noch mit ihm fliegen? Bumm. Ist ja schon tot, Alter. Gun Jack wins. Gun Jack ist auch cool. Get ready for the next battle. Na gut, dann ist nicht schlecht. Wie ich früher von diesem Satz geträumt habe, get ready for the next battle. Bester, Digga. Der sagt einfach gar nichts. Lass den Fäuste sprechen. Mhm. Überlasse ich mir mit meinen McDonald's Augenbrauen. Digga. Nein. Ja, okay. Bruder, kick doch, was täuscht du denn da an, Yahmar? Was täuscht du denn da an? Bleib liegen. Bleib liegen. Nein, ja. Oh mein Gott. Ja. Das kann man auch nicht abwehren, ne? Nee, nee, von oben geht nicht. So eine Kacke, Digga. Aber ich hab beide, Digga, so eine Kacke, Alter. Sieht nicht gut aus. Aber beide sind angeknackt. Jetzt habe ich den auch noch, Digga. Ja. Das ist so lustig. Jetzt muss ich mir sagen. Okay. Oha! Nein! Digga, was für komische Camper meint ja, da, ne? Ja, Allah. Lennart, denk noch bitte daran, dass ich das Geld geben muss, ne? Get ready for the next battle. Oh, nicht Puma. Ich muss dir noch das Cash geben. Was? Gucken wir gleich, ja? Doch, eigentlich schon. Oh ja, genau. Er steht auch so auf wie Bruce Lee mit seinem Gewicht, na klar. Und sich auf. Es gab die Attacke auch nochmal, glaube ich, wo er gegessen hat, ne? Wer? Wo der Bär so hat er gerade gemacht, hab ich gerade gemacht, so. Nee, hat er nicht, er hat nur gedrückt.
glaube ich. Dann hast du das aber anders in Erinnerung, weil ich habe das auch so in Erinnerung. Er hat ihn immer genommen und hat immer gemacht, aber ja. Ich glaube, er hat nur ihn gedrückt. Doch, der hat auch gebissen, glaube ich. Sicher? Ja, ja. Glaube ich schon. Oh, Lilly. Oh, gut. Na, Lilly ist unfair. Unfair. Das war Englisch. Unfair? Ja. Ich schaffe das allein, genau so ist es, Lilly. Ja, gucken wir mal. Nee, nee, der hat gebissen früher. Ja, okay. Da, jetzt hast ja, du gesehen. Das meine ich, ja. Ja, nee, ich habe mit Augen zugespielt. Digga, das ist so cool. Ab ins Schlachthaus mit dir. Wer Bär eigentlich gegessen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Gibt es so Bärensteak oder Leute, die Bären schießen und essen? Ich glaube, habe ich noch nie gehört. Ist ja eigentlich wild, ne? Oder? Ich zähle das als wild. Teppich. Oh, Power Slap. Ja, wird gleich vorgelesen. Danke, danke schon mal trotzdem. Vielen Dank an Power Slap für die 10 Schlappschlaps. Dankeschön. Ja, 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 komm in mich rein. Ist okay. Wichtig. Ja, ich wollte sowieso nicht mehr mit den kämpfen. Digga, sie ist so stark, sie ist so schwer blockbar. Ja, ich weiß, ja. Damit habe ich damals eine Jungs auch zur Weißblut getrieben. Mit Lilly und wie hieß sie, mit dem Kopf fallen lassen? Das ist Lilly. Mit Lilly und, nee, das ist Lilly. Ja, stimmt, der andere ist Alisa. Alisa, mit Lilly und Alisa habe ich die Leute zur Weißblut gebracht. Ja, das ist auch genauso eine Kombi. Wen habe ich jetzt? Oh. Bruce. Oh nee, Lee. Digga, ich kann nichts gegen sie. So, schon mal wenigstens ein bisschen Damage machen. Oh. Bro, ich hab dich eben korrekt aufstehen lassen. Ich hab's gesehen. Ja. Okay, ich lass. Was bist du für ein. Es geht hier um den Sieg, Monsi, was soll ich dir sagen? Nee, aber dann lass ich den nicht mehr aufstehen, Digga. Es gibt eine Regel, unter Freunden nach Hälfte lässt man aufstehen. Hast du eben gesehen, habe ich auch gemacht. Ist nicht nur Gold gewollt? Okay, scheiß auf, Digga. Du bist kein Mann von Ehre. Okay, ich habe auch gesagt, heute. Ja, okay, alles klar. Den Ehrenmove. Ich halte trotzdem meinen Kodex. Okay. Ich mache das immer trotzdem. Ist aber unkorrekt. Dann hätte ich es eben auch nicht machen müssen, hätte ich den gefickt. Meinst du? Du lagst am Boden, ich hätte mindestens noch fast. Einschlag. Das Ganze. Ja, okay, Einschlag, gut. Naja, alles gut. Okay. Nein. Ohne das. Martial War. I'll break your nose in. Je peux régler ça toute seule. Final round. Fight. Nein, Digga, wie konnte ich ihn verlieren an diesen Chara? Mann! Ganz wichtig, Digga. Ganz wichtig.
Oder brecht doch gleich ihr Kiefer. Das Schlimmste finde ich ist, wenn man verliert durch einen Kick nach unten, sage ich dir ehrlich. Nee. Was dann? Schlimmste ist, wenn man verliert, Digga, weil Kollege seinen Kodex nicht hält. Welchen? Get ready for the next battle. Oh, immer kriegt den Hurensohn zum Schluss, Digga. Dragunov ist stark. Ja, ich finde ihn aber scheiße, Digga. Okay. I'm practically skin and bones. Je peux régler ça toute seule. Oh, ja, klar. So. Geht los. Es war doch so wichtig und von mir so richtig. Get ready for the next battle. Ein. Okay. Warum lässt du mich nicht aufstehen? Du bist so sauer gerade. Ja, ich fühle dich so heftig. Wenn man gegen Ehren und Kodex verstößt, geht gar nicht, Digga. Ich weiß. Sag ich. Ich weiß gar nicht mal, was dieser Combot machen kann. Ich weiß gar nicht mal, wie der kämpft. Keine Ahnung, Digga, das weiß ich auch nicht mehr, Mann. Das war auch wirklich der letzte, den man spielen wollte, Digga. Den hatte man nur, wenn man Fragezeichen gespielt hat. Glaube ich auch, ja. Nein, nein. Nein, nein, Combo. Das machst du jetzt nicht mit. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Eins gegen eins. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Wer kennt den Film Best of Best? Karate Tiger 4? Ich denke mal an ihn, wenn ich ihn sehe. Das ist so ein Scheiß. Das ist so ein Dreck. Nein, Digga, das ist so eine Scheiße. Ich halte meine Schnauze nächstes Mal.